möchte ich euch einen Lesetipp geben, und zwar geht es um das Buch Flamingos im Schnee. Tja, und man sieht es auch schon auf dem Umschlag, hier steht drauf, für alle Leser von John Green, das Schicksal ist ein mieser Verräter. Denn tatsächlich ist das Buch dem von John Green gar nicht so unähnlich auf den ersten Blick. Es geht um Campbell, die ist ein Teenager und naja, sie war noch nie so richtig normal, denn sie ist aufgewachsen in Florida im Disneyland, weil ihre Mutter dort eine Darstellerin ist. Und zudem ist Campbell unheilbar an Krebs erkrankt und ihr bleibt nicht mehr viel Zeit zu leben. Tja, ihre Zeit verbringt sie eigentlich damit, von einem Arzt zum anderen zu rennen und nach neuen Therapien zu suchen. Aber sie selbst hat eigentlich schon aufgegeben, während ihre Mutter noch immer auf ein Wunder hofft, denn das wäre auch das Einzige, was Campbell jetzt noch helfen kann. Tja, und dann kommt es, wie es kommen muss. Campbells Mutter hört von einem kleinen Örtchen in Maine, und zwar dem Örtchen Promise. Das soll etwas ganz Besonderes sein, denn erstmal findet man diesen Ort gar nicht, wenn man einfach hinfahren will, er ist auf den Karten nicht wirklich verzeichnet und es gibt nur einen einzigen geheimen Schleichweg, den man erstmal finden muss, um überhaupt dorthin zu kommen, und wenn man dort ist, dann kann man sich auf Wunder gefasst machen. Deshalb beschließt Campbells Mutter, dass sie ihre Tochter und ihre zweite Tochter, Campbells kleine Schwester, einpackt und alle von Florida sich auf den Weg nach Maine machen, um in Promise zu leben. Sie hofft einfach, dass ihre Tochter dort vielleicht noch ein Wunder geschieht und vom Krebs geheilt wird. Das klingt erstmal ziemlich merkwürdig, muss man ganz einfach zugeben. Aber tatsächlich, kaum dass die Familie in Promise angekommen ist, kriegen sie einige Wunder mit. Zum einen schneit es mitten im Sommer, sie sehen einen Regenbogen, obwohl es nicht mal geregnet hat. Und dann lässt sich, obwohl es doch noch relativ kalt ist, eine ganze Schar Flamingos dort auf einem See nieder. Deswegen auch der Titel Flamingos im Schnee. Tja, während Campbells kleine Schwester total begeistert von dem Ort ist und sich auch sehr schnell einlebt und sogar eine Liste anfängt, auf der sie alle Wunder, die sie dort erleben, festhält, ist Campbell selber absolut skeptisch. Sie findet den Umzug dorthin ja unnütz, sie glaubt nicht an Wunder und sie verkriecht sich eigentlich in sich selbst. Bis zu dem Tag, an dem sie Asher kennenlernt. Denn Asher ist ein Junge aus diesem Ort und der lässt sie sogar in einem Haus von sich wohnen. Das genau zu erklären, wird jetzt zu lange dauern. Auf jeden Fall wohnt die Familie dann bei Asher in diesem Haus und sie sehen ihn täglich und Campbell fängt an, mit ihm zu sprechen. Die beiden verlieben sich ineinander und Campbell beginnt das erste Mal so richtig Hoffnung zu schöpfen und das Leben überhaupt zu genießen. Tja, was mir jetzt an diesem Buch so unglaublich gut gefallen hat, denn ich habe 5 von 5 Sternen vergeben, ist vor allem die Thematik, die dahinter steckt. Also, wie gesagt, bei John Green hatte man das auch schon, dass es um ein Mädchen geht, das unheilbar an Krebs erkrankt ist und ein bisschen mit ihrem Leben hadert und dann erst so richtig aufblüht, nachdem sie sich verliebt. Ich muss sagen, der Unterschied zu John Greens Buch ist hier ganz eindeutig, dass es bei Das Schicksal ist ein mieser Verräter wirklich sehr stark um die Liebesgeschichte geht. Da wird der Fokus darauf gelegt, dass die Liebe in jeder Situation möglich ist und erlaubt ist und auch etwas Schönes ist. Während es hier eigentlich gar nicht so stark auf die Liebesgeschichte hinausläuft, sondern vielmehr auf das Leben selber. Und ja, es ist sehr leicht geschrieben, sehr kurios teilweise und lustig. Also ich musste wirklich häufig lachen. Campbell mit ihrer trockenen, oft auch ein bisschen sarkastischen Art will so gar nicht in dieses Örtchen Promise passen, wo ja alles so wunderlich ist. Und allein dieser Kontrast macht schon richtig Spaß zu lesen. Als sie sich dann anfängt, mit den Wundern ein bisschen anzufreunden, wird es eigentlich nur noch schöner. Denn es läuft dann darauf hinaus, dass dieses Buch ein wunderbarer Appell an das Leben ist. Es geht darum, dass man das Leben immer genießen kann und dass wir eigentlich die ganze Zeit von kleinen Wundern umgeben sind, für die wir vielleicht einfach nur die Augen aufmachen müssen, um sie zu sehen. Und ja, ich weiß nicht, ich habe schon von einigen Leuten gehört, dass sie finden, dass die Charaktere in diesem Buch ein bisschen zu oberflächlich gestaltet sind und dass auch die Geschichte ein bisschen zu seicht ist. Aber ich finde, das passt sehr gut zu dem Buch hier, denn die Charaktere müssen eigentlich austauschbar sein. Bei der Aussage dieses Buches, dass wir nämlich alle
uns auf das Leben freuen können, auf jeden einzelnen Tag und das in jeder Situation, wäre es, glaube ich, hinderlich, wenn man sich zu sehr auf die Charaktere versteift, denn es muss ja übertragbar bleiben. Und ich finde, das ist Wendy Wunder, übrigens ein sehr passender Name für dieses Buch über kleine Wunder im Alltag, sehr gut gelungen. Und ich hatte wirklich Spaß beim Lesen. Also die knapp 350 Seiten sind beim Lesen nur so dahin geflogen. Und es hat wirklich Spaß gemacht, sich in Promise ein bisschen heimisch zu fühlen und mitzubekommen, was Campbell und ihre Familie dort erleben. Dass das Buch letztendlich zum Schluss vielleicht ein bisschen auf die Tränendrüse drückt, fand ich nicht so schlimm. Man muss sich schon mit einem etwas traurigeren Ende abfinden können. Ich möchte nicht verraten, in welche Richtung es geht. Aber auf jeden Fall ist es dennoch sehr, sehr schön und ich kann es nur empfehlen. Wer also vielleicht schon das Schicksal des mieser Verräter sehr mochte, weil die Aussage, die dahinter steckt, doch ein bisschen tiefgründiger ist und gleichzeitig auch Spaß macht, das Buch deprimiert ja nicht, der wird auch mit Flamingos im Schnee sehr gut bedient sein, denn hier ist es doch sehr ähnlich, wenn die Geschichte auch dann tatsächlich ein bisschen in eine andere Richtung geht. So viel zu meinem Buchtipp dieses Mal. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder und bis dahin wünsche ich euch natürlich eine schöne Woche. Macht's gut!